Hallöchen. Ich komme heute mal zu einem Video und zwar mein Lötkolben. Nein, der ist nicht kaputt, der funktioniert noch. Aber ich will an dem hier das Kabel tauschen. Das ist zwar ein Silikonkabel, das ist aber relativ steif. Ich habe hier noch von meinem, ja, das sind die Arbeiter oben. Ich habe hier noch von einem Weller-Lötkolben von ganz früher noch ein Kabel. Das ist auch Silikon, aber das ist sehr flexibel, sehr weich. Das will ich da jetzt mal ranbauen. Und das ist auch ein Ticken länger als das hier. Das ist hier zwar Silikon, aber recht steif. Von der Adern her müsste es reichen. So 2, 4, 5 Stück. Ich muss mir erstmal nachgucken. Ich weiß das jetzt gar nicht. 2, 4, 5 Stück, ja. Also reicht. Schraubendreher. Wie war das hier? Wie war das doch hier? Mit dem Stecker, wie war das? Ach, der war reingeschraubt. Warten wir hier. War das ein Schrumpfschlauch? Nee. Was haben wir denn hier? Weiß, blau, schwarz, grün, rot. Das hat das andere Kabel. Weiß, blau, schwarz, braun, rot. Also grün wird braun. Der Rest bleibt. Gut. Natürlich muss ich das jetzt bisschen kürzen und diese Klammer hier wegnehmen. Ich zoome mal ein bisschen drauf. Die Klammer hier ein bisschen wegnehmen. Und zum Löten muss ich jetzt mal wieder meinen, ja, Lötkolben nehmen, den ich mit Taster gebaut habe, meinen alten. Weil ich wollte es eigentlich mit meinem Gaslötkolben machen. Allerdings ist da das Gasventil dicht. Da kommt kein Gas mehr durch. Was sehr schade ist, der Lötkolben kostet sonst 170 Euro. Ich habe mal geguckt. Ich finde zwar bei Google was, das Teil, wahrscheinlich ist es das auch, für um die 10 Euro. Ja. Ups. Das Teil, was ich dafür brauche, um die 10 Euro. Nur ist da kein Bild bei. Ob es das jetzt wirklich genau das ist, weiß ich nicht. Ich habe bei Weller habe ich angefragt, ob es das Teil einzeln gibt. Anscheinend ja. Und was das kosten würde. Weil es wäre schade, dass ich den entsorge, weil der hat sonst immer funktioniert. Und 70, 170 Euro mal eben so in die Tonne schmeißen, nur weil das Gasventil nicht will. Das ist auch nicht so schön. Da haben wir sie. Erstmal muss ich hier das Metallding hier wegkriegen. Auch wenn ich den Lötkolben nicht für 170 Euro gekauft habe. Den habe ich für, ich weiß nicht, weiß gar nicht mehr, wann ich den gekauft habe und für wie viel. Ich glaube, ich habe das mal irgendwo in irgendeinem Video mal gesagt. Aber er hat mich sonst nie im Stich gelassen. So, dann müssen wir das hier alles ablöten. Machen wir uns mal ein paar Notizen. Dann haben wir hier Pin 1. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 und 5. 1 ist grün. In Klammern braun. 2 ist dann rot.
weiß. Blau und schwarz. Dann werden wir das mal ablöten und gucken, ob ich, wann der Lötkolben hier so heiß ist. Also stinken tut er. Jetzt wieder heiß. So. Ja. Ich weiß, ihr seid zu Hause da oben. Und am Arbeiten. Kann man sehen, hier kann man sehen. Hängen wir noch mal am roten. So. So, dann müssen wir da das reintun. So. Das Ding drauf. So, blau war die richtige Länge. Das war ein bisschen. Kürzen. Ja, wird heiß. An den Finger. Ach nee, das ist ja der blaue, der braucht ja nicht. Der rote. Eieiei. Schwarz. Und auch noch den Hintergrund, dass ich den Lötkolben nachher auch wieder brauche. Für. Wo habe ich das Ding jetzt gelassen? Für
Eine andere Sache, die ich noch machen will, da mache ich auch noch ein Video drüber. So müsste so zu sehen sein. So, da hatte ich gesagt, eins ist grün, also der braune. So, ein bisschen kürzen. Rot, ja. Rot. Ja, jetzt bin ich raus, ne? So, jetzt komme ich wieder da. Ja. Oh, meine Pinzette machen hier. Manu, oh, ist da. So. Dann weiß und blau. Den weißen muss ich mal dazwischen durchschieben. Kriegen wir das Ding denn jetzt so gehalten? Blau ist gleich daneben. Oh, da können wir die Fußmittel mit dran machen. Den schwarzen. So. Kontrollieren. Braun, rot, weiß, blau, schwarz. Passt. So, dann bauen wir das ganze Ding wieder zusammen.
Schraubchen. Gut. Die Seite ist fertig. Und bei der Seite, den Stecker kann man nicht auseinandernehmen. Lasse ich mir mal ein bisschen was dran und ab. So, hatte ich hier noch ein Messerchen. Da werdet ihr jetzt noch ein Grün sehen, aber Grün ist kein Draht. Grün ist irgendwie Zugentlastung, Faden. So, den auf der Seite auseinanderkriegen. Rot, Blau, Braun, Weiß, Schwarz. Mache ich mir das auch nochmal ab. So, und dann haben wir hier 1. Nee. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Und da fängt das nämlich an mit Rot, Blau, Rot, Blau, in dem Sinne Braun, Weiß und Schwarz. So. Schmelz. Dann ist die Strippe nämlich schon mal über. Kann ich mir ja weglegen. Wenn ich nochmal irgendwas anderes habe. Die jetzt da dran. Rot. Thank you.
Rot, Blau. Da musst du ran. Braun. Genau gleich so, wie es ist. Weiß und Schwarz. Na komm hier. Warum gehst du da jetzt nicht durch? Muss ja immer einer sein, der störrisch ist. Mich heute aber richtig ärgern. Ne? So. Und dann nochmal schwarz. Tut mir leid, wenn ihr da jetzt nichts seht. So.
So, mal gucken, ob das jetzt so funktioniert. Mal den Akzent. Jetzt haben wir die Kabel hier weggeräumt. Musste jetzt auf 500 stehen. Steht auf 500. Den halten wir mal so. Wenn ich den jetzt reinstecke, müsste er anfangen zu. 50, 52, 85. Fängt an zu dampfen. Und funktioniert. Gut, nur noch wieder 500 stehen. So. Das Ding ist jetzt heiß. Stecken wir den mal beiseite. Mal Kabel um sich. So. Da brauche ich nochmal einen kleinen Kabelbinder. Das ganze Ding da wieder rein. So. Kommt der Deckel wieder drauf. Die Spitze. So. Setzen ja 1,5 Meter langes Kabel. Probieren wir das nochmal aus, ob der jetzt noch hinhaut. Und nochmal an. Und heizt. So. Gut. Dann ist wieder aus. Kabel getauscht. Funktioniert. Das ist schön flexibel. So wie ich es brauche. So, dann danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Video, was ja recht bald kommen wird. Bis dann, tschüssi.